Also das Wichtigste, worum es mir geht, ist eigentlich Fehler in der Logik des Sehens. Also das ist jetzt nicht so, dass die Ideen so über Nacht kommen und ich die dann ohne Hilfsmittel auf die Leinwand bringe. Also das, was man jetzt so allgemein unter Surrealismus versteht, sondern die Arbeiten sind ganz genau geplant. Es geht mir darum, die Möglichkeiten gegenständlicher Malerei mit Illusionscharakter auszuloten und den Unterschied zwischen Sehen und Wahrnehmen auszuloten. Das ist für mich ein ganz, ganz spannendes Feld. Was passiert, wenn jemand auf so eine Leinwand guckt und dann eben sieht, ach, ich kenne das Motiv doch, das ist irgendetwas natürlich, klar, dann kommen die Emotionen dazu, also die Sachen, die man vielleicht auch damit verbindet, Geschichten, das ist eben auch das, warum ich mich für das Narrative zum Teil interessiere, weil das noch eine zusätzliche Ebene da reinbringt, um dann aber genau diese Brüche zu erzeugen und dann eben die Erwartung des Betrachters ganz bewusst in die Irre zu führen. Und ihm das Sehen, wie es funktioniert und dieses Erkennen vorzuführen, das ist eigentlich das, was mich am meisten an meiner Arbeit interessiert, dieses Feld auszuloten. Also es gibt so eine Grundthematik, die hat sehr viel mit dem Zeitfenster zu tun, in dem ich mich jetzt halt gerade befinde. Und dieses Zeitfenster erlebe ich als Umbruchszeit, als eine Zeit, wo eigentlich viele Dinge, die im letzten Jahrhundert immer als selbstverständlich gegolten haben, also Expansion, Innovation, Fortschrittsdenken, das Fortschreiten der Technologie, hinterfragt werden sollten. Es gibt da ein gewisses Unbehagen darüber, dass es im Moment keine Utopie sich abzeichnet, die man irgendwie erkennen könnte, wie man aus dieser Sackgasse herauskommt. Und das ist eigentlich so das Grundgefühl, was dann eben bei der Auswahl meiner Motive eine Rolle spielt. Ganz platt gesagt könnte man sagen, es sind Bilder, die vielleicht irgendwo was von einer Zeit erzählen, in der eigentlich noch alles funktioniert, wo aber dann schon so eine latente Bedrohung ist. Also ich sehe mich eher als jemand, der also viel mit dem Gedankengut des Manierismus zu tun hat. Das war ja auch eine Umbruchszeit und auch eine Zeit, wo viele Dinge dann auf einmal in Frage gestellt wurden. Dann kamen die Religionskriege, alle diese Dinge. Und ich kann da also so Vergleiche erkennen. Also ich beziehe mich auch. Also für mich sind Künstler, die im Manierismus gearbeitet haben, also diese labyrinthischen Welten, das sind auch durchaus Vorbilder für mich. Also das Bild hier, das heißt Mondrian City und da hat man ja jetzt auch so einen Menschen im Vordergrund, der relativ verloren da steht und das Oberthema jetzt bei dem Bild ist also jetzt nicht, dass man sagt, ich hätte jetzt ein festes Thema, aber so etwas, was da reinspielt, das ist also Formenreichtum und freier Wildwuchs der Natur versus Konstruktionswillen und Gestaltungswillen des Menschen. Und da ist natürlich auch, gerade wenn man sich jetzt so eine Megacity anguckt, wie die da in der Mitte dargestellt ist, die sind ja immer überdimensioniert. Also wenn man sich jetzt Städte anguckt wie New York und also wenn ich da durchgehe, ich fühle mich auch verloren. Und insofern spielt natürlich die Verlorenheit der Menschen und auch die Masse, die Ballung der Menschen da auch immer eine Rolle. Ne? Ja, schön wäre es. Also ob ich das Ergebnis schon vor Augen habe oder ob das ein langwieriger Prozess ist, schön wäre es, wenn ich das Ergebnis schon vor Augen hätte. Also es gibt ja diese stilisierte Künstlerfigur der genialen Bildermaschine, die auswirft aus irgendwelchen Träumen heraus und dann ohne Hilfsmittel das auf die Leinwand bringt. Also ich bin das gar nicht. Ich bin eine wirklich hart arbeitende Frau und ich brauche lange für meine Entwürfe. Ich habe dann schon so eine Grundidee, aber dann gibt es halt so dieses ganz genau austarierte Spiel zwischen Kalkül und Zufall. Und das ist dann auch nicht nur der Computer, sondern es ist eben dann auch die Schere. Und jetzt der Entwurf zum Beispiel für dieses Bild, der hat 14 Tage gedauert. Ich muss dann eben auch mal was anderes machen und weggehen und Distanz dazu bekommen, um dann genau das zu finden, was dann eben so wieder als Teil da reinpasst, dass es irgendwie ein absurdes, aber logisches Ganzes ergibt. So muss eigentlich ein perfekter Entwurf sein, dass es irgendwo glaubwürdig ist, obwohl nichts, aber auch gar nichts stimmt. Und das dauert seine Zeit. Da kann man eben halt nicht so diese normalen Denkwege gehen, wo man sagt, okay, ich mache es jetzt so und dann kommt das und das und das. Das ist zu schnell gedacht. Genauso würde der Betrachter mir dann ja auch folgen, es ist zu simpel. Ich muss mir selber wirklich regelrecht Fallen stellen. Also mit diesen Fragen habe ich mich ganz lange auseinandergesetzt. Also wozu überhaupt noch eine malerische Umsetzung, wozu überhaupt Tafelmalerei, weil in der Zeit, in der ich an der Kunstakademie studiert habe, war das eigentlich auch eher so,
dass man allgemein gefordert hat, ja, also die traditionelle Tafelmalerei hat sich eigentlich überlebt und man sollte doch die Kunst entsprechend weiterentwickeln und sich überhaupt erstmal für die Malerei zu entscheiden und sich dann auch noch aber zwischen alle Stühle zu setzen und zu sagen, okay, ich möchte aber doch irgendwie konzeptionell da dran gehen und ich möchte aber auch abbildend tätig sein, das war also ganz, ganz schwierig. Also die malerische Umsetzung ist deswegen wichtig, weil die Entwürfe eben doch wieder ganz anders aussehen. Und das hat auch immer etwas damit zu tun, dass eine malerische Umsetzung ja scheinbar etwas Spontanes hat. Und diese scheinbare Spontanität, die möchte ich auch erzeugen. Das ist für mich ganz wichtig, dass man nicht sagt, ach, das ist irgendwie zusammenkollagiert worden. Da verschwinden dann Schnittkanten und es werden Dinge scharf gestellt und andere Dinge werden dann eben auch bewusst unscharf gestellt in der Malerei. Also da verändert sich noch ganz, ganz viel. Also ganz wichtig ist das zum Beispiel, kann man das sehr gut sehen, der Busch da, zum Beispiel links auf dem Bild. Der war natürlich in der fotografischen Umsetzung, waren das einzelne Blätter. Wenn ich den dann wirklich so gemalt hätte wie in der fotografischen Umsetzung, dann hätte sich das alles die Wirkung genommen, weil nebenan sind diese kleinteiligen Fenster. Es gibt bei mir also regelrechte Zerstörungspinsel. Das sind dann so die ganz breiten, die dann eben auch in Malflüssigkeit, also in Malmittel getaucht werden. Und dann ist das gar nicht mehr so akribisch, das ist dann eher so wusch. Also regelrecht erst machen und dann zerstören, ein bisschen so wie Richter das mit seinem Rakel macht. Das gibt es also auch in meinen Bildern. Auch die Farben werden angepasst. Also man soll eben, das Kollagierte soll verschwinden, weitgehend. In welcher Rolle sehe ich mich als Künstlerin? Das hat viel auch mit meinem Werdegang zu tun. Und es ist so, dass ich mich also ganz früh schon für das Abbilden interessiert habe, für Stofflichkeit, also für alle diese Dinge, die nicht unbedingt der Tradition der Moderne entsprechen. Weil die Tradition der Moderne und das, was ich dann eben erlebt habe, womit sich dann auseinandergesetzt wurde während der Akademiezeit und was ich auch jetzt heute so in meiner Umgebung erlebe, hat ja immer was mit Reduktion und mit dem Weglassen zu tun. Das fängt bei den Impressionisten an, die Stofflichkeit weglassen, um dann zu einfacheren Formen zu kommen, bis hin zur totalen Reduktion. Und das hat mich eben gerade nicht interessiert. Mich hat eben genau das interessiert, also Stofflichkeit darzustellen, Illusion zu erzeugen. Und diese Darstellung der Oberfläche wird eben ganz oft mit Oberflächlichkeit gleichgesetzt. Also für mich ist eigentlich da immer der Wind sehr stark von vorne gekommen. Deswegen musste ich mir auch ganz genau Gedanken machen, ob das jetzt einfach nur Abbilder sind und wenn man abbildend arbeitet, ob man dann auch intelligente Abbilder machen kann. Also intelligente Abbilder, die dann eben diese Zeit reflektieren. Ich sehe mich als jemand, der eigentlich mit dieser Tradition der Moderne, des Tabubruchs und dessen, was also viele andere Kollegen machen, wieder gebrochen hat und wieder darauf reagiert und sagt, das ist jetzt schon längst traditionell. Kunst, die nicht nach Kunst aussehen soll, hat längst Einzug in die Museen gefunden. Ich möchte heute wieder durchaus Kunst machen, die nach Kunst aussieht, die vielleicht auch eine handwerkliche Komponente enthält, aber trotzdem eine intelligente Zeitaussage trifft. Das ist mir ganz wichtig, da so drauf zu reagieren.